Moin, meine kurze Kontrolle. Aber Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich ja mal. Lang, überladen, gefährlich. Kinderbeförderung mal ebenso auf dem Schoß. Oh, der ist voll. Hier hört man was zischen. Unterwegs mit den Trecker-Cops. Hat er ein Handy in der Hand? Nee, Scheiße, er ist abgefahren. Der Schlingel. Für uns in dem Moment sehr ärgerlich, weil es schiebt alles auf. Auf dem Feld, mein Handy wird gleich klingeln. Diepholz. Hauptkommissar Frank Korte und Kommissarin Larissa Buß gehen heute auf Streife. Jetzt, zur Mais- und Kartoffelernte, sind besonders viele Landmaschinen auf den Straßen unterwegs. Die wollen sie kontrollieren. Also es ist trocken, der Wind weht ganz anständig, sodass Grasernte, denke ich, Kartoffeln und Mais sowieso, da spielt es nicht die ganz große Rolle. Das sollte heute doch möglich sein. Und deshalb hoffe ich, dass auch der eine oder andere unterwegs ist mit Maschine oder Schlepper und Anhänger. Frank schätzt, dass der Großteil der Treckerfahrer und Fahrerinnen keinen Führerschein oder Fahrzeugpapiere dabei hat. Er hält aber nur die an, bei denen er schon aus dem Wagen sieht, dass es größere Probleme gibt. Ein Traktor mit Ackerschlepper fällt auf. Unten hat der Blinker nicht funktioniert und die Bremsleuchten habe ich auch nicht gesehen. Und es sieht auch so aus, als ob das ganze Gerät ein bisschen weit rechts rüberhängt. Bei Kurvenfahrt schwenken die doch ziemlich weit zum kurvenäußeren Rand hinten aus. Wenn dann vielleicht der Abstand zum Radfahrer schon von vornherein ein bisschen gering bemessen ist, könnte es eng werden. Moin. Moin. Die Polizei aus Diepholz, eine Verkehrskontrolle. Ja. Haben Sie immer Ihre Papiere dabei? Jo, super, danke schön. Vom Schlepper auch noch? Nein. Fahrzeugpapier? Okay. Grund der Kontrolle ist, Sie haben ja so einige Anbaugeräte jetzt hier dran, die vielleicht nicht so ganz korrekt gesichert sind. Wenn man von hinten auf den Ackerschlepper drauf guckt, dann hängt das ganze Anbaugerät schon deutlich weiter rechts rüber, ne? Ja, das macht man ja bewusst, um nicht den Verkehr, der entgegenkommt, zu belästigen oder zu behindern. Sie haben ja zum Beispiel auch einen Radfahrer eben überholt und dann das Anbaugerät noch mal ausschwenkt. Dann könnte es schon gefährlich werden, ne? Ja. Ja. Könnte, wenn man nicht weit genug nach links fährt. Ja. Funktioniert Ihre Beleuchtung grundsätzlich vom Ackerschlepper? Hab doch geblinkt auf der Bundesstraße oder sind Sie da noch nicht hinterhergefahren? Da haben Sie nicht geblinkt. Oder es funktioniert nicht, eins von beiden. Drehen Sie noch mal auf die Bremse, bitte. Bitte? Bremse einmal. Nö. Nee, gar nichts. Da geht gar nichts. Nee. Also, wenn da hinten was funktionieren muss, ist das Bremslicht, ne? Das möchten die da hinten schon gerne wissen, wenn sie langsamer werden. Larissa glaubt, dass auch der Anbau vorne so auf den Straßen nicht fahren darf. Zu lang ist. Gemessen wird bis zum Lenkrad. 4,10 Meter. 60 Zentimeter zu lang. Wenn Sie zum Beispiel in den Einmündungsbereich ranfahren, dann stehen Sie jetzt ziemlich weit zurück. Und wenn Sie dann aber auf die Straße einfahren möchten und sehen aber zum Beispiel gar nicht durch Bebauung, irgendwie Häuser oder Bäume, dass da ein Auto von der Seite kommt, Sie fahren rein und das Auto fährt Ihnen halt frontal hier einfach gegen das Anbaugerät. Kein funktionierendes Bremslicht, kaputte Blinker, fehlende und falsche Sicherung der Anbaumaschinen. Keine Papiere dabei. Auf jeden Fall über 100 Euro insgesamt alles. Ja. Weil das halt vorne, das ist einfach viel zu gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer. Ja, das wird wahrscheinlich über 100 Euro liegen. Weiter darf er so nicht fahren. Nur noch bis zum Acker. Solange Larissa und Frank zur Absicherung hinterherfahren. Ich habe ihm noch mal deutlich gesagt, dass er bis zum Feld fährt und danach muss erstmal die ganze Beleuchtungseinrichtung wieder auf Vordermann gebracht werden. Ich denke mir, auch wenn Sie in dem Moment wenig Verständnis vielleicht dafür haben, irgendwie nachdenken darüber, tun Sie trotzdem und vielleicht wird sich dann doch was ändern. Moin, hi, grüß euch. Buchholz in der Nordheide. Bei der Polizeidirektion Lüneburg gehören Kontrolltage von Landmaschinen fest zum Jahresplan. Hauptkommissare Benjamin Linz und Heiko Riebesell sind seit 9 Jahren dabei. Guten Morgen. Willkommen zur ersten von 2 Erntekontrollen.
heute im Landkreis Harburg. Kontrollmappen habt ihr bekommen. Dann viel Spaß und Erfolg. Und dann sehen wir uns später. Mit 7 Streifenwagen sind sie heute unterwegs. Die Landwirtschaft ist halt etwas spezieller, weil die Rechtsvorschriften noch ausufernder sind. Spezialvorschriften, die für den normalen Pkw-Verkehr zum Beispiel ja nicht gelten. Ausnahmeregelungen und alles andere. Lkw-Verkehr wird ja auch kontrolliert. Pkw-Verkehr wird kontrolliert und da muss es auch jemanden geben, der diesen speziellen Bereich kontrolliert. Fahr. Ein Anhänger mit Kartoffeln und einem kleinen Problem. Das 40 km/h-Schild ist nicht mehr existent sozusagen. Das ist wichtig, wenn der jetzt auf einer großen Straße fährt und man will den überholen, damit man auch abschätzen kann, wie schnell fährt er eigentlich. Riebesell, die Polizei Salzhausen, heute für die Polizeidirektion Lüneburg unterwegs, Kollege Linz. Moin. Wir halten Sie an, weil hinten das 40 km/h-Schild nicht mehr vorhanden ist. Hast du noch eins liegen? Gut, ich guck einmal rum. Hier hört man was zischen. Hier, da wird es ein bisschen doller. Man kann es auch fühlen. Hier zischt Luft raus. Und da das die Leitung ist, eine Druckluftleitung für die Bremse. Wenn die Druck verliert, ist es nicht gut. Ein Stück der Gummidichtung fehlt. Ah, okay. Da muss. Jetzt ist es weg. Manchmal ist das nervig, wenn man viel auf dem Zettel hat, aber das ist halt so. Die ist. Kann frei schwingen. Das ist auch gut. Das hier war mal das 40 km/h-Schild. Da muss er einmal ein neues raufkleben, aber ansonsten sieht das alles gut aus. Wir werden ihn gleich noch einmal über die Waage ziehen, um zu gucken, dass er nicht zu viel drauf hat. 18 Tonnen darf der Anhänger samt Ladung wiegen. Die Waage zeigt an, 17,2 Tonnen, somit voll im Rahmen, alles in Ordnung. Dann sage ich herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Und das 40er-Schild. Aber mal richtig rauf, ne? Zurück im Landkreis Diepholz. Auch hier ist die Kartoffelernte in vollem Gange. Es ist September, der Monat mit den meisten Unfällen mit Landmaschinen. Hauptkommissar Frank Korte und Kommissarin Larissa Buß ist ein Kind im Trecker aufgefallen. Moin. Unser armer Führerschein, Fahrzeugschein da. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause gelassen. Ja, und zu Hause ist wo? Ist da vorne. Ja. Ist Ihr Schlepper? Ja. Das ist nicht so glücklich da oben, ne? Eine Frau und Kind mitzunehmen. Die sind eben nur. Ja, nur mal eben. Ja, der Papa von dem Kind, das ist der Enkel, so. Da passt meine Frau drauf auf, der sollte nur einmal gucken. Aber glücklich ist das nicht, ne? Kinderbeförderung mal ebenso auf dem Schoß, im Auto nicht und auf dem Trecker auch nicht. Nein, aber wir sind wirklich nur von da vorne zu Ziel gefahren. Ja. Gucken wir uns einmal eben das Gerät da hinten an. Ja. Eine sogenannte Scheibenegge. Diese Scheiben, die müssten irgendwie abgedeckt werden. Also Kenntlichmachung ist prima mit den Tafeln und den Rückleuchten, Rückstrahler. Aber diese Sachen müssen abgedeckt werden. Ja, da muss ich mich erkundigen. Für Radfahrer, Fußgänger oder so muss es halt einfach ungefährlich gemacht werden. Also auch wenn es zum Unfall kommt, dass die ganzen scharfen Teller, die da jetzt dran sind, nicht irgendwo an den Körper rankommen können. Sondern wenn eine Plane zum Beispiel drüber ist, dann wird halt der Aufprall abgedämpft. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Messer, was ist angenehmer, worauf man trifft. Auf der scharfen Kante, da würde man schon einen Schnitt bekommen, aber wenn man nur auf die dumpfe Kante drauf trifft, ja okay, das tut auch weh, aber schneidet vielleicht nicht so ein wie bei der scharfen Kante. Oft sind solche Absicherungen beim Kauf nicht standardmäßig dabei, kosten extra. Okay, wir machen einmal Fotos von dem Ganzen und schreiben uns Ihre Daten noch auf. Die Bußgelder sind oft zu gering, sagt Frank. Die fehlende Abdeckung der scharfen Scheiben, maximal 20 Euro. Da gibt es leider Verwarngeldsätze im Tatbestandskatalog. Die macht man den Leuten schon kaum sagen. Da bewegen wir uns im Bereich von 5 bis 20 Euro.
Und mal ganz platt gesagt, wenn ich einem sage, das kostet jetzt 20 Euro, da sagt er mir eher, komm, ich gebe dir 20 für die Kaffeekasse ohne Quittung. Wen soll ich damit einen Anreiz bilden, das nächstes Mal anders zu machen? Ei. Ui, guck mal, jetzt kommt noch ein Alter. Im Schnitt sind die Trecker, die auf den Straßen unterwegs sind, rund 16 Jahre alt. Nur etwa ein Drittel ist älter als 20 Jahre. Diesen hier schätzt Frank auf gut 50. Den Fahrer deutlich älter. Jo, hat er. Schönen guten Tag. Eine kurze Kontrolle, die Polizei aus Diepholz. Haben Sie einmal Führerschein da und Fahrzeugschein? Fahrzeugschein, ja. Führerschein habe ich leider nicht da. Ja. Was machen Sie mit dem Anhänger? Ist das ein Eigenbau? Dies Jahr. Ja? 50 Jahre alt. Der Trecker auch. Gibt's da eine Datenbestätigung, Betriebserlaubnis? Gibt's sowas? Oder? Weiß ich nicht. Da fragen Sie mich zu viel. Typenschild? Wahrscheinlich nee. Auch nicht. Nee. Nee, ne? Das ist alles Marke Eigenbau. Man kann sich ja sicherlich eine ganze Menge selber zusammenbauen. Ob das dann verkehrstechnisch und verkehrssicherheitsrelevant auch alles in Ordnung ist, alles so richtig ist. Ne? Es gibt ja zum Beispiel für Anhängevorrichtungen oder für Achsen, Federungen, Aufbauten ganz bestimmte Vorschriften, die dann einzuhalten sind. Ne? Was man für Materialien nimmt, ob das geschweißt oder geschraubt ist. Also ich sag mal so ein bisschen abenteuerliche Geschichten mit, wenn er auch keine große Gesamtmasse hat, aber so Schweißen an der Anhängervorrichtung und an der Zugeinrichtung. Ich weiß nicht, was da so ein TÜV-Prüfer zu sagen würde. Man braucht also tatsächlich, selbst wenn ein Fahrzeug nicht zugelassen ist, irgendwie eine Datenbestätigung, wo dann auch drin steht, Abmessung, Leergewicht, zusätzliches Gesamtgewicht. Ja. Und das gibt es ja ganz offensichtlich nicht. Nee. Ohne die darf der Anhänger so auf der Straße nicht fahren. Ja, nach Hause mit dem Ding und dann war das eigentlich die letzte Fahrt, ne? Ich weiß nicht, warum Sie mich da jetzt so fertig machen. Dass ich das jetzt nicht mehr darf. Also mag ja durchaus möglich sein, wenn Sie mit einem TÜV-Menschen sprechen, dass der sagt, ja okay, kann man so machen. Ne? Dann kriegt er eine Datenbestätigung, kriegt ein Typenschild mit einer Fahrgestellnummer und dann ist das gut. Über 50 Jahre das Ding noch nicht ein einziges Mal Ärger gehabt und nix. Wenn Sie meinen, Sie müssen mir das antun, dann ist das so. Es geht ja nicht um hier was antun. Wir wollen Ihnen gar nichts Böses. Das wollen wir definitiv nicht. Nur grundsätzlich muss es ja stimmen, sage ich mal, alles passen, was auf der Straße unterwegs ist an Fahrzeugen. Nur deshalb. Es ist nichts, dass wir Sie jetzt hier irgendwie gerade fertig machen wollen, wie Sie sagen. Kommen Sie mit nach Hause. Ich kann Ihnen durchaus verstehen, dass das auf Unverständnis trifft, wenn er mit seinem Eigenbauanhänger 50 Jahre unterwegs gewesen ist und jetzt erzählt ihm einer, da muss doch mal ein Sachverständiger drauf gucken. Gefühlt war es so, dass er sich ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt hat, dass wir ihm jetzt sozusagen den Anhänger dann doch irgendwie wegnehmen ein Stück weit. Ja, da versuche ich natürlich immer dann entgegenzuwirken und zu sagen, naja, wir wollen ihm persönlich nichts Böses, also tatsächlich nicht, sondern wir wollen einfach gucken, dass halt alle Fahrzeuge, die auf der Straße unterwegs sind, verkehrssicher sind und dass sie halt ordnungsgemäß abgenommen sind. Unfälle mit Landmaschinen sind verhältnismäßig selten. Kommt es aber zu einem, sind die Folgen deutlich häufiger schwerwiegend. Über 50 Mal öfter als bei Autounfällen sterben Beteiligte. Niedersachsen ist Agrarland. Hier passieren überdurchschnittlich viele Verkehrsunfälle mit Landmaschinen. Frank und Larissa kennen die Statistik. Oh, der ist voll beladen. Mein Wagen voll geladen. Der ist rappeldicke voll. Zwei Anhänger mit Kartoffeln. Ja. Da hat man schon von weitem den Berg gesehen oben drüber. Wenn er da eine Kurve fährt, könnte was herunterfallen. Motorradfahrer, Rollerfahrer. Ja, wenn die so eine Kartoffel abbekommen, gegen Kopf oder so, oder darauf drauffahren. Oder drauf ausrutschen. Ja. Dann schon doch ein bisschen gefährlicher. Noch ein zweites Problem. Kannst du am zweiten Anhänger Licht erkennen? Nö. Ja, stimmt, vorne ist an. Weil hinten die Elektronik funktioniert. Ja, am zweiten Anhänger ist an. Und dann letzten Anhänger ist nämlich nicht an.
Moin. Eine kurze Kontrolle. Einmal Führerschein hätte ich gerne mal. Das andere Trecker nach Haus hier. Ja, gut. Und die Kartoffeln, wo müssen die hin? Wie weit? Kilometer? Nee, halbe Kilometer hier. Halbe Kilometer? Ja, fahren wir doch erstmal hin, oder? Frank und Larissa hoffen, dass auf dem Hof jemand ist, der übersetzen kann. Zurück im Landkreis Harburg. Die Hauptkommissare Heiko Riebesell und Benjamin Linz haben einen Schlepper mit Mulde kontrolliert. Keine Überladung. Der Fahrer darf weiter. In der Regel ist es so, dass wir ja wollen, dass nachher die Straße sicherer ist. Und dass vielleicht auch die Straße länger durchhält. Und da sehe ich einfach die Sinnhaftigkeit unserer Kontrollen drin. Dann ein besonders langes Gespann. Rechts ist LKW, nach dem LKW ist frei rechts. Jo. Bei Fahrzeuglängen ist es so, dass die vom Grundsatz her so gebaut sind, dass es passt. Aber es gibt immer wieder Fälle, das haben wir schon erlebt, da ist ein Fahrzeugrahmen einfach mal um 1,50 Meter verlängert worden, weil dann passt ja eine komplette Palette mehr rauf. Zugelassen ist er. Das sieht sehr, sehr lang aus. 50er. Heiko ist auf dem Dorf groß geworden. Seine Großeltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Bei der Polizei hat er lange Zeit LKW-Kontrollen gemacht. Darüber kam er zu den Landmaschinen. Riebesell, die Polizei Salzhausen, ja. Heute für die Polizeidirektion Lüneburg unterwegs. Führerschein, Fahrzeugschein? Der Sattelanhänger ist laut Typenschild 13,95 Meter lang. Dazu kommt ein Verbindungsstück zum Trecker und der Trecker selbst. Also fangen wir vorne an. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die Frage, wenn die 13,95, das könnte mit 18,75 Gesamtmaß gerade so passen. Wir gucken mal nach kurz. Erstmal keinen Stress. Im Landkreis Diepholz. Frank und Larissa sind mit dem rumänischen Fahrer unterwegs zum Hof. Sie hoffen, hier jemanden zu finden, der übersetzen kann. Die Anhänger wirken überladen und das Licht funktioniert nicht. Super, danke. Die Landwirtin. Da sind Sie möglicherweise Frau Diering. Ja, korrekt. Holt jemand einen Führerschein von ihm? Er holt gerade selber seinen Führerschein. Er wohnt hier auf dem Hof er holt den gerade. So. Unsere Intention war jetzt eigentlich, dass wir mit dem Teil mal zur Waage fahren. Ja. Aber dafür muss das Bremslicht funktionieren. Weil da ging nämlich gerade kein Licht. Okay, Mirai, einmal Kontrolle. Nix? Nee. Bremst er? Nee. Hat er überhaupt draufgetreten? Ja, der bremst. Vorne bremst er. Ja, hier hinten ist gar nichts. Geht nicht? Nee, gar nichts. Gar nichts geht hier. Alles komplett. Ein Problem mit dem Stromkabel. Ich schätze mal, dass auf dem Feld die Anhänger auseinandergehängt wurden und das Stromkabel nicht rausgezogen wurde. Und dann ist der vorgefahren, Entschuldigung. Und dann ist das Kabel rausgerissen und beim Zusammenhängen wahrscheinlich keine Abfahrtkontrolle gemacht. Weiß ich nicht, das kann ich jetzt nur vermuten. Wir würden schon ganz gerne mit ihm zur Waage fahren, aber wir können ja jetzt nicht einen auf die Straße schicken, bei dem die Beleuchtung hinten überhaupt gar nicht funktioniert. Also, wenn was gehen muss, dann ist es die Bremse und die Bremsleuchten, weil der hinterherfahren möchte, natürlich schon ganz wissen, wenn es hier vorne langsamer wird. Ne? Oder ob er denn jetzt rechts oder links rumfährt. Ne? Also der Klassiker ist ja, ich will den mal eben überholen, aber eigentlich will er links abbiegen. Ne? Und dann haben wir das Malheur. Und da sind wir dann natürlich auch in der Pflicht, wenn wir gesagt haben, du fährst jetzt los. Und so natürlich nicht. Ah, da geht jetzt einer rechts, aber nur ganz flackert. Auch beim Bremslicht tut sich was. Aber jetzt ist auf Dauer eingeschaltet. Aber jetzt blinkt die Rückleuchte. Ja. Ich glaube, der hat vielleicht das falsche Kabel im falschen Stecker drin. Genau, also der hat den komplett jetzt auseinandergebaut. Ja. Wir waren eben ein bisschen knapp mit Anhängern und jetzt ist auf dem Feld alles voll und alle warten jetzt. Aber das ist dann so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es verstehen. Es ist ja auch richtig, wenn das nicht funktioniert. Aber es ist natürlich für uns in dem Moment sehr ärgerlich, weil es schiebt alles auf. Auf dem Feld, mein Handy wird gleich klingeln und dann rufen die an, wo bleiben die Jungs mit den Wagen.
Aber ich kann es nicht ändern. Ja. Was haben wir denn jetzt noch an Fahrzeugen? Ja, nur ist noch nichts mehr leer, oder was? Nein. Der LKW steht noch irgendwo rum hier, oder? Ja. Er muss jetzt erstmal das Licht an. Guck mal, funktioniert doch schon. Ja. Alles gut. Wenn jetzt die Bremse auch noch geht. Ja, Aline, du musst gleich einmal aufsteigen und Bremse probieren, bitte. Bremslicht geht jetzt auch. Ja. Knapp 20 Minuten später. Das Licht funktioniert. Frank und Larissa wollen zur Waage. Prüfen, ob die Anhänger überladen sind. Ich denke nicht, dass der groß überladen ist, der Zug, aber man weiß nie, wie schwer die Kartoffeln sind. Ne? Von Sorte zu Sorte ist das sehr unterschiedlich, wie hoch der Trockensubstanzgehalt der Kartoffeln ist. Diese haben nicht so einen hohen Trockensubstanzgehalt, also ich denke nicht, dass er groß überladen ist. Abfahrt. Jetzt vorschriftsmäßig mit Plane. Wieder im Landkreis Harburg. Beim langen Kartoffelgespann. Heiko und Benjamin wollen genau messen, wie lang der Schlepper, Dolly und Sattelanhänger zusammen sind. So ein Gespann muss ich auch mal überholen. Und wenn ich irgendwann zu lang werde, dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass, wenn ich überholen will, ich dann in irgendeiner Form ja auch Ewigkeiten brauche und das auch nicht mehr einschätzen kann. Magst du gleich mal festhalten? ,75 Meter sind erlaubt. Und wir kommen auf 20,60 Meter. Bei erlaubten, also knapp 2 Meter zu viel. Das Problem ist die Kombination von diesem Anhänger mit einem Trecker. Mit einem Sattelschlepper vorne hätte es gepasst. Er muss eine Sattelzugmaschine besorgen, wo er mit den 18,75 hinkommt, um den Sattelanhänger wegzukriegen. Doof, der Tag ist gelaufen für ihn. Wir haben im Bekanntenkreis jemanden, der einen LKW hat. Ja, also müssen wir gucken, wie schnell das geht. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was diese Überschreitung der Länge kostet letztendlich. Tatbestandsmäßig 60 Euro, einen Punkt. Das ist das plus Bearbeitungsgebühr. Da kommt dann immer noch 20, 25 Euro Bearbeitungsgebühren zu. Das ist das, was der Spaß jetzt hier kostet für Sie an Ordnungswidrigkeit. Ja, alles klar, ciao. Angenehme Schicht. Ja, danke. Der Sattelschlepper schon da. Für die weitere Ernte muss der Landwirt jetzt umplanen. Mit seinem Schlepper darf er den Anhänger nicht weiterfahren. Im Landkreis Diepholz. Larissa und Frank wollen prüfen, ob das gesamte Gespann mit den Kartoffeln überladen ist. 40 Tonnen sind erlaubt. Es ist ja nicht mal so dramatisch. Unter 42. Boah, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Wir sind jetzt hier im Bereich unter 5% Überladung, also wäre im Verwarngeldbereich. Zusammen mit der fehlenden Plane, den kaputten Rücklichtern und Blinkern sowie fehlenden Papieren macht das über 100 Euro. Mir macht es Spaß, jeden Tag irgendwie wieder was Neues zu entdecken, weil irgendwie jedes Mal, wenn man so ein Gespann anhält, findet man irgendwie wieder was Neues. Wer weiß, wann hier jetzt einer gemerkt hätte, dass an den zweiten Anhänger das Licht überhaupt nicht mehr funktioniert, dass da gar nichts mehr geht. Kein Blinker, keine Bremse. Wer weiß, vielleicht haben wir einen schweren Unfall verhindert. Eine Feldspritze? Eine Feldspritze. Hat er ein Handy in der Hand? Nee. Sah eben so aus. Einhändig. Hier sieht alles in Ordnung aus. Dann der. Ach, der ist ausgelassen. Jo. Ja. Der ist definitiv zu lang. Wieder ist die Länge das Problem. Der ist für Transport von Strohballen. Und damit da mehr drauf geht, kann man die hinten ausziehen, das letzte Stück. Dadurch werden die aber meistens länger als die 12 Meter, die Einzelfahrzeuge lang sein dürfen. Und vorne hat er auch wieder die spitzen Zinken dran, ohne die irgendwie abgesichert zu haben. Ei, das sind die Zinken. Jetzt habe ich es auch gesehen. Genau. Das geht nicht. Frank und Larissa wollen den Fahrer anhalten. Nur wo? Hier vorne. Einbindung. Kommt der hinten raus? Ich weiß es nicht. Oder wir versuchen es in Neubruchhausen, weil da gibt es ja auf jeden Fall 50 Jahre.
Nee, scheiße, er ist abgefahren. Ein bisschen festhalten mal eben. Der Schlingel. Dass uns einer stiften gehen will, kommt auch vor, ja. Gleich ist er auf dem Hof und sagt, hier ist Balu, hier dürft ihr mich nicht mehr anhalten. Oder noch kontrollieren. Donnerwetter, Donnerwetter. Moin. Sie wollten uns nicht stiften gehen, Sie sind jetzt da, wo Sie ohnehin hin wollten. Auf jeden Fall, ich wollte hier mal eben meinen Wagen beladen jetzt. Jawohl. Jetzt kommen wir erst. Haben Sie einmal Führerschein, Fahrzeugschein da? Nichts dabei, leider. Nix? Fahrzeugschein? Gar nichts? Ja, ich bin da vielleicht. Fahrzeugschein hier ohne hier. Die liegen alle beim Schiff. Gut. Warum wir hier stehen? Der Anhänger wird ein bisschen lang sein, oder? Mit dem ausgezogenen Teil hinten? Ja. Ja. Nein, alles. Wie lang darf er sein, wissen Sie das? 2075. Der ganze Zug? Ja. Mit Ladung? Ja. Und der Anhänger alleine? 12 Meter. Von da bis zum hintersten Ende. 12 Meter? 12 Meter. Einzelfahrzeuge, 12 Meter. Ja. Und das mit den Zinken da vorne. Also, ja, deswegen, wir haben extra so eine neue Gabel gebaut. Das geht doch gar nicht, oder? Ja, wir haben extra so eine neue Gabel gebaut, dass man die hier... Heißt? Hier, wir bauen die ab und bauen die von hier der Seite wieder an. Dann haben wir hier noch Warntafeln extra, dann ist hier unten. Ja. Aber ich war eben beim Hof und da konnte ich knapp den Anhänger noch anhängen. Da war es wirklich nicht möglich. Kein Platz. Hergefahren bin ich hier auch mit umgedrehter Gabel. Ja, und dann macht man es einmal nicht, weil es wirklich 2 Kilometer sind. Ja. Und den Wagen hatten wir vorher auch, der war noch eingezogen, da habe ich jetzt ein Stück ausgezogen, damit das vom Aufladen her besser passte, weil sonst war es ziemlich eng. Wie es immer so ist, ne? Für den Mitarbeiter eines Lohnunternehmens ist es die erste Verkehrskontrolle. Bisher hat er keinen Punkt. Wie lang das Gespann ist, entscheidet jetzt darüber, ob das so bleibt. Meter. Das ist zu lang. Also der Anhänger, knapp 1 Meter zu lang. Zuggesamtlänge darf 18,75 Meter, da sind wir bei 19,70 Meter. Vorbaumaß 3,50 Meter wären okay. Wir sind bei 4,95 Meter gewesen. Genau. Ne? Ja. Gefährliche Teile. Das KMH-Schild, Führerschein nicht bei, 2 Zulassungsbescheinigungen nicht bei. Dann sind wir bei Nummer 7 an Verstößen. Ne? Dann kann es weitergehen. Ne? Frohes Schaffen. Ja, gleichfalls. Ne? Ja, tschüss. Tschüss. Mal gucken, was kommt, ne? 2, 3. Einer. Einer. Feierabend für die Trecker-Cops. Morgen sind sie wieder im Alltagsdienst. Im Büro oder auf Streife. Noch mehr Trecker, Typen, Erntezeit? Dann klickt hier. Alle Folgen in der ARD-Mediathek.